So, nach meiner Uhr ist es jetzt 14:50 Uhr. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Plenum Theoretische Elektrotechnik. Ich habe jetzt auch schon eine Aufnahme gestartet, das nur zu Ihrer Information. Aufgenommen wird aber nicht die Big Blue Button Session als Ganzes, sondern aufgenommen wird nur mein Fenster und der Gesamtton. Das heißt, wenn Sie möchten, können Sie auch gerne, wir sind ja relativ wenige, gerne Ihre Kamera dazu schalten. Die wird dann nicht mit aufgezeichnet, sodass Sie also keine Bedenken haben müssen, dass das dann später irgendwo öffentlich sichtbar ist. Mein Fenster stellen Sie sich am besten möglichst groß ein. Das liegt daran, dass ich nicht mit einer extra Präsentation arbeite, sondern so wie ich das jetzt mache, dann gleich einfach in meinem Fenster umschalte auf die Präsentation. Das ist einfach für mich hier praktischer, weil ich dann direkt auf dem iPad schreiben kann, wenn es was zu schreiben gibt. Das sehen Sie aber wahrscheinlich nur, wenn Sie meine Kachel entsprechend groß stellen oder dann eben später in der Aufzeichnung, weil, wie gesagt, aufgezeichnet wird meine Kachel als großes Bild direkt aus dem OBS heraus. Gut. Ich grüße Sie also herzlich. Es ist immer ein bisschen blöd, wenn man jetzt so gegen die Wand spricht. Von daher kann ich die Frage hier aus dem Chat, ob Sie die Kamera aufmachen sollen, anmachen sollen, gerne mit Ja beantworten. Also wer das möchte, kann das gerne machen. Dann schaue ich nicht so nur auf das eigene Bild. Das ist manchmal auch ganz hilfreich. Aber wie gesagt, Sie müssen natürlich nicht. Ansonsten muss ich sagen, dass ich zunächst mal keine allzu großen Ideen habe, was wir heute durchsprechen können. Also sicherlich ist sinnvoll, dass wir das neue Übungsblatt, was ich heute hochgeladen habe, uns mal anschauen. Das wäre ein Punkt, der aus meiner Perspektive auf jeden Fall zu tun wäre. Die letzten Übungen waren ja so, dass sie jetzt eher nicht so sehr schwierig waren und auch eher, sag mal, allgemeinerer mathematischer Natur waren. Und auch die Rückmeldungen, die ich aus der Übung bekommen habe, waren so, dass es zwar das ein oder andere kleine Problem gab, das aber in der Übung gelöst werden konnte. Und auch auf Q&A sind jetzt keine eklatanten Fragen offen geblieben, soweit ich das gesehen habe. Natürlich gilt wie immer die Regel, dass wenn Sie das Gefühl haben, irgendetwas wäre noch unklar, dann stellen Sie hier bitte entsprechend die Frage. Also von daher wären das meine Punkte, Fragenklärung Ihrerseits und eben hier Durchschauen des 11. Übungsblattes, wobei ich das gerne am Ende machen würde und erst zunächst mal gerne hören wollte, ob von Ihrer Seite noch Fragen sind. Achso, ein Punkt fällt mir gerade ein. Wir können gleich auch noch mal ins Handout reinschauen. Da habe ich heute auch noch mal eine neue Version hochgeladen und kleinere Fehler korrigiert. Das kann ich Ihnen gleich auch noch mal dann direkt im Handout zeigen, wo ich da etwas korrigiert habe. Gut, aber erstmal vielleicht auf Ihre Seite den Ball rüber gespielt. Gibt es Punkte, wir können das ja erstmal sammeln, die aus Ihrer Perspektive vielleicht bearbeitet werden sollten? Ja, wir haben eine gehobene Hand. Bitte einfach loslegen. Ich will das Namen nennen vermeiden, weil das in der Aufnahme landet. Ach so, ja, okay. Dann, und zwar ist es jetzt gleich die Frage zu dem Video vom Block 10. Und zwar, da stellen Sie ja fest, dass die Magnetostatik und Magnetoquasi-Statik strukturell gleiche
Gleichungen haben. Und ich habe dann gleich mal verglichen und habe gesagt, naja, so der entscheidende Unterschied ist, dass Rotation E eben einmal B ist und einmal nicht, also die B nach DT und einmal 0 ist. Ja? So, und dann habe ich mich so gesagt, na, was ist denn da jetzt strukturell gleich, wenn ich das sozusagen das noch mit dazu habe? Also ja, also irgendwelche Unterschiede muss es natürlich geben. Also Sie haben recht, wir haben natürlich, ich hoffe, Sie können das jetzt alle einigermaßen sehen, normalerweise eben natürlich im allgemeinen Fall die Gleichung Rotation E gleich minus dB nach dt. Und in der Magneto-Quasi-Statik, da haben wir ja gerade den Fall, dass wir sagen, dB nach dt soll ungleich 0 sein, das heißt die Induktion, die wird berücksichtigt. Also wenn jemand im Handout gucken will, das ist einmal die Folie 163 und einmal 189, ja, wo die beiden Sets von Gleichungen da waren. Genau, wir können da gleich auch nochmal rüber wechseln. Und in der Statik, da ist natürlich dB nach dt gleich 0. Also das ist natürlich ein Unterschied. Wir können jetzt nochmal rüber wechseln ins Handout. Sie sagten, welche Folien? Ich habe es gerade im Chat geschrieben, 163 und 189. 163. Das war die Magnetostatik-Set. Ja. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass das gerade natürlich der Unterschied ist, den ich gerade aufgeschrieben habe. Ne? So, 163. Das meinen Sie, ne? Oder? Ja. So ungefähr, genau. Hier an der Stelle, ne, da arbeiten wir dann mit ROTH und DIFF B weiter und alles ist gut. Ne? Und im. Und auf der anderen Folie. Und 189, da reicht uns das dann nicht. Auf der 189, Moment, bin gleich da. 189. Ja, ne? Genau. Da sehen wir ja als entscheidenden Punkt, dass eben die elektrischen Phänomene und die magnetischen Phänomene nicht vollständig entkoppeln, sondern wir haben eben hier über Rotation E gleich minus dB nach dt eine, ja, ich sage jetzt mal etwas bildlich, eine Tür geöffnet zwischen der elektrischen Welt und der magnetischen Welt. Also können das nicht mehr vollkommen unabhängig voneinander betrachten. In der Magnetostatik können wir so tun, so wie es auch historisch ja entwickelt worden ist, wären die magnetischen Phänomene eine für sich isolierte Welt. Und das liegt eben daran, dass wir keine Gleichung haben, die das Ganze miteinander verkoppeln. Hier bei den Diffusionsvorgängen, speziell hier bei der Magnetoquasistatik, da haben wir aber eine Gleichung, die uns eben magnetische Phänomene auf der einen Seite, konkret die zeitliche Ableitung, mit elektrischen Phänomenen auf der anderen Seite verknüpfen. Und wenn wir jetzt eben gleichzeitig dann eben auch noch so einen Ausdruck haben wie J gleich Kappa mal E, dann kommt natürlich eine Verkopplung dann auch noch zum Strom wieder mit rein, sodass wir dann eben die zeitliche Ableitung der magnetischen Induktion verknüpft haben mit dem Strom, mit der Stromdichte, was sonst eben nicht der Fall ist. Also klar ist das nicht identisch. Wenn es identisch wäre, müssten wir ja nicht ein eigenes Kapitel aufmachen. Ja, ist klar. Also da liegt der Unterschied. Aber es gibt eine Strukturähnlichkeit, sage ich mal. Also kann man das so verstehen, dass diese Gleichheit in der Struktur da für die Rechnungsmethoden sozusagen erstmal ausreicht, dass man eben mit ROTH und DIFF B das Problem löst und wenn einen dann noch das E-Feld interessiert, kann man es ja gern noch ausrechnen, so ungefähr. Naja, Sie haben schon eben die Rückverkopplung dann zwischen letztendlich B-Punkt, also der Induktion und der Stromdichte, die ja über DIFF J gleich 0 auch wieder drin ist, die haben Sie schon. Also Sie haben eine Verkopplung mehr, die können Sie auch nicht ignorieren, die ist da. Naja, ich versuche jetzt mal so aus der Sicht der Studenten zu denken, woher weiß der, wann er welche Gleichungen nimmt und wann er eine einfach nicht nimmt? So, ne? Naja,
Ich habe ja versucht, bei der Einführung in die quasi stationären Vorgänge das ein bisschen einzuführen. Genau diesen Punkt. Wie macht man denn eine Abschätzung, ob man diese Effekte mitnehmen muss oder nicht mitnehmen muss? Also statisch können Sie natürlich nur rechnen, wenn es statisch ist. Und sobald Sie jetzt eine Zeitabhängigkeit haben, müssen Sie eine Abschätzung machen, ob Sie es noch als quasi statisch betrachten können. Und das ist eine relativ zugegebenermaßen hemdsärmliche Abschätzung eben in der Vorlesung, die dazu gemacht wird, die letztendlich darauf hinausläuft, dass man sagt, wir müssen eine Abschätzung für die Größe unseres Gebietes machen. Das Gebiet darf nicht zu groß sein. Und was heißt zu groß? Zu groß heißt letztendlich, dass eine Wirkung von der einen Seite quasi instantan zur anderen Seite durchgelaufen sein muss. Dann können wir es noch als quasi stationär betrachten. Und das heißt letztendlich, auch wieder bildlich gesprochen, wenn Sie jetzt ein Gebiet haben und Sie würden hingehen und mit einer Anregung auf der einen Seite wackeln, dann haben Sie im Prinzip keine merkliche Phasendifferenz zwischen der Anregung auf der einen Seite und der Wirkung auf der anderen Seite. Das wäre es so ein Ja, bisschen bildlich gesprochen. das war auch gut verständlich aus der Vorlesung. Was ich mich dann gefragt habe, war, also wenn man dieses Kriterium für Omega oder L nimmt und dann abschätzt, ja, ist langsam genug, dann kriegt man doch eigentlich raus, ja, ist langsam genug, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mich für die Magneto-Quasi-Statik oder die Elektro-Quasi-Statik entscheiden soll, weil ja eigentlich für beide gleichzeitig grün ist. Naja, da haben wir auch Hinweise gegeben in der Vorlesung. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist das? Das kann man zunächst mal Woher weiß ich denn vorher, dass das D-Feld sich rausschleicht oder das E-Feld? Ne? Das war ja der Unterschied zwischen den beiden. Naja, Sie haben es ein bisschen erläutert hier unten, wenn Sie sich wirklich Ihr Problem anschauen. Also zum Beispiel bei der Magnetoquasi-Statik, bei der Elektroquasi-Statik steht sowas Ähnliches. Wenn Sie sich das Ganze also bei tiefen Frequenzen anschauen, die Felder erscheinen dort statisch und das E-Feld verschwindet, dann sind Sie im Bereich der Magnetoquasi-Statik, andernfalls im Bereich der Elektroquasi-Statik. Also Elektroquasi-Statik ist genau umgekehrt, da verschwindet dann nicht das E-Feld, sondern das H-Feld. Letztendlich muss man das Problem schon ein bisschen analysieren, um dann das Ganze zu entscheiden. Für die technischen Anwendungen ist es so, dass wenn überhaupt Quasi-Statik, dann sind sie normalerweise im Bereich der Magneto-Quasi-Statik, weil die Induktion ist das, was wir sehr häufig nicht vernachlässigen können, auch bei relativ geringen Frequenzen. Den Einfluss der Verschiebungsstromdichte, die können Sie aber bei geringen Frequenzen für typische technische Probleme sehr häufig vernachlässigen. Und Ausnahmen sind spezielle Anordnungen wie beispielsweise Plasmen, wo dann wirklich der Verschiebungsstrom eine Rolle spielt, auch bei relativ geringen Frequenzen. Es ist so, dass an vielen Stellen, in vielen Lehrbüchern, wo Maxwell-Theorie für Ingenieure gelehrt wird, da wird der Fall der Elektroquasi-Statik gar nicht betrachtet. Daran merken Sie ein wenig, wie es mit der Bedeutung des Ganzen ist. Also die Okay. Magnetoquasi-Statik ist tatsächlich das, was, wenn es Quasi-Statik ist und wenn es ein technisches Problem ist, in der Regel das ist, was dann gilt. Und wie gesagt, Alles klar. Es sind Ausnahmen, wo man elektroquasi-statisch rechnen kann. Ja, Eher alles klar. Das ist spät. also eine Erfahrungssache. Ne? Normal hätte man jetzt gedacht, okay, ich muss es erstmal im Ganzen analysieren. Wenn ich dann rauskriege, dass das E-Feld verschwindet, dann kann ich das nehmen, aber dann habe ich es ja schon im Ganzen analysiert, dann brauche ich ja nicht nochmal eine Ja, aber bei so typisch Vereinfachung nehmen. Genau, aber bei so typischen technischen Problemen, da haben Sie irgendwelche Ströme. Und wenn Sie jetzt niederfrequenten Strom haben, dann ist Ihnen eigentlich schon klar, dass es nicht das H-Feld ist, was verschwindet, sondern das wird gekoppelt an den Strom halt da sein. Von daher scheidet dann Elektroquasi-Statik schon aus. Okay, gut, danke.
Okay. Weitere Fragen? Ja. Ich nehme. Legen Sie Ja. einfach los. Ja, ich habe eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage geht es um diese Transformation nach Frequenzbereich. Also nach der letzten Übung, in der letzten Übung habe ich eine Frage gestellt, also welche Vorteile bringt diese Transformation nach Frequenzbereich? Und hier wird das beantwortet. Wir können unsere Rechnung vereinfachen. Aber nach der Übung fällt mir noch eine Frage ein. Dass diese harmonische Zeitabhängigkeit, weil für harmonische Zeitabhängigkeit, das heißt Omega, das ist eine Konstante. Aber wenn das keine harmonische Zeitabhängigkeit vorhanden ist, dann wie soll man das Problem analysieren? Oder wäre es komplexer? Oder gibt es noch Methode, um das zu vereinfachen? Ja, also es wird komplexer, aber nicht viel komplexer. Typische Zeitabhängigkeiten, die Sie in der Technik haben, oder sehr häufig sind das periodische Vorgänge. Also der rein harmonische Vorgang, also dass Sie eine reine Sinusschwingung haben, das ist natürlich in gewisser Weise eine Ausnahme. Wenn Sie sich hier zum Beispiel im Institut die Netzspannung mal anschauen, dann werden Sie feststellen, naja, das ist vielleicht eher sowas, was so ein bisschen aussieht wie ein Trapez. Das liegt daran, dass wir hier sehr viele nicht-ohmische Verbraucher dran haben und dann kommt es zu Störungen der Netzspannung. Es ist aber nach wie vor ein periodischer Vorgang. Und solange ein solcher Verlauf periodisch ist, wissen Sie, dass Sie ihn in einer Fourier-Reihenentwicklung darstellen können. Das heißt, Sie haben dann nicht nur die Grundfrequenz Omega, sondern Sie haben eben auch 2 Omega, 3 Omega und so weiter in dem Signal enthalten, wobei die Amplituden, die zu diesen Frequenzen gehören, kleiner werden zu größeren Frequenzen hin. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass wenige Glieder einer solchen Entwicklung, einer solchen Fourier-Entwicklung, ihre Anregung und damit auch die Antwort Ihres Systems relativ gut beschreiben. Das heißt, Sie zerlegen, so wie Sie es in der Wechselstromtechnik auch gemacht haben, Sie zerlegen Ihr Signal dann eben in mehrere harmonische. Und wenn Sie wissen, wie sich das für eine Kreisfrequenz Omega verhält, dann wissen Sie natürlich auch, wie sich das für eine andere Kreisfrequenz Omega verhält. Es könnte jetzt passieren, dass das Signal so verformt ist, dass Sie sehr, sehr viele Frequenzen brauchen und dann irgendwann aus dem Näherungsbereich der quasi-statischen Beschreibung rauslaufen, dann bricht das Ganze zusammen. Aber solange die höchste Frequenz, die Sie zur Beschreibung Ihres Signales brauchen, immer noch so niedrig ist, dass Sie es quasi-stationär beschreiben können, müssen Sie es dann eben als eine Fourier-Reihe beschreiben. Und selbst wenn Sie jetzt sowas hätten wie ein Einschaltvorgang. Also Ihr Signal ist lange aus und dann und dann schalten Sie es plötzlich ein und dann ist es eingeschaltet. Auch sowas würden Sie ja über eine Fourier-Entwicklung beschreiben können, dann aber über ein Fourier-Integral. Und wenn ich das so übertrieben hinzeichne, wie ich das jetzt hier hingezeichnet habe, also mit einer scharfen Flanke, dann bräuchte ich dafür tatsächlich auch unendlich hohe harmonische Frequenzen. Aber so sieht das natürlich nicht aus. In Wirklichkeit haben Sie natürlich in einer Schaltung auch immer Elemente, die verhindern, dass Sie so eine scharfe Kante haben. Induktivitäten würden den Strom verschleifen, Kapazitäten würden die Spannung verschleifen, sodass Sie immer nicht so eine scharfe Einschaltflanke bekommen, sondern immer etwas, was irgendwie ausgewaschener ist. Und dann reichen auch wieder, selbst in der Fourier-Integraldarstellung eben fällt die zu hohen Frequenzen entsprechend stark ab, sodass Sie noch die Chance haben, dass das auch quasi stationär beschrieben werden kann. Also, Stichwort ist hier wieder, Sinus und Cosinus ist ein vollständiges Funktionensystem. Und deshalb können Sie eine beliebige Funktion in diesem Funktionensystem entwickeln.
Und natürlich könnte es jetzt auch passieren, dass, also Sie können jede Funktion in Sinus und Cosinus entwickeln, das geht, weil es vollständig ist, aber das heißt nicht unbedingt, dass es geschickt ist, jede Funktion in Sinus und Cosinus zu entwickeln. Es könnte durchaus sein, dass Sie für bestimmte Fälle, je nachdem wie Ihr Signal geartet ist, sagen, da ist vielleicht eine Entwicklung in einer anderen Basis, in einem anderen, in einer anderen Funktionalbasis günstiger. Und dann würden Sie diese andere Basis nehmen. Aber wie gesagt, der Vorteil oder der Reiz dieser Fourier-Basis, der ist tatsächlich, dass Sie dann Ihren analytischen Operator d nach dt überführen können in einen algebraischen Faktor. Das Ganze gilt natürlich auch fürs Integrieren, also eine Integral dt wird genauso gut, der ja dann 1 durch j Omega. Also Differentialoperatoren oder Integraloperatoren werden dann zu algebraischen Faktoren. Den Vorteil davon haben Sie auch im zweiten Semester in der Wechselstromtechnik schon, nee, im dritten Semester in der Wechselstromtechnik schon kennengelernt. Und in Systemtheorie. Falls Sie bei uns studiert haben, Herr Chang, haben Sie Systemtheorie an der TU Dresden absolviert? Ich habe das eigentlich in China so absolviert, ja. Aber Okay, gut. Systemtheorie, ich kann das so sagen, das ist quasi meine Lieblingsvorlesung. Ich mag das wirklich. Also, aber Sie haben das auf jeden Fall schon mal in dem einen oder anderen Kontext gemacht und das wird hier einfach nochmal, darauf setzen wir auf, das nutzen wir wieder. Vielleicht eine tiefere Frage, das so, weil für Systemtheorie, für diese Frequenzanalyse, dann brauchen wir also fürs Praxis, fürs Rechnung, dann manchmal andere Transformationen, wie zum Beispiel DFT. Ist es notwendig auch in TT, wie zum Beispiel für theoretische Analyse DFT, weil wir können nur mit DFT, weil DFT für Zeitbereiche und Frequenzbereiche, die beide Bereiche sind diskret. Es ist notwendig, hier auch in TT solche Algorithmus einzuführen. Also das ist ja nur ein, wie Sie schon sagen, ein Algorithmus, um dann eine Fourier-Transformierte auszurechnen. Ob Sie das dann über DFT oder FFT machen, das ist ein numerisches Verfahren. Das brauchen Sie also, wenn Sie ein Signal im Computer verarbeiten wollen und wollen, dass der Computer für Sie die Transformierte bearbeitet und das auch möglichst effektiv macht, dann greifen Sie zu einem geeigneten Algorithmus. Wir brauchen das hier nicht. Wir machen hier keine Numerik, sondern wir versuchen so weit wie möglich analytisch zu rechnen. Dann meine zweite Frage und letzte Frage, da geht es um Folie 4 von quasi stationär gefällter 1 Grundlage. Stationäre Felder, Moment, muss ich einmal hingehen. Stationäre Felder 1, quasi stationäre Felder 1, Folie 4, diese Folie hier. Ja, genau, diese Folie. Ja. Und meine Frage geht es um die Bemerkungen unten, Beiträge zur Sturmdichte. Und wir können eigentlich die Sturmdichte hier in drei Teile unterscheiden: JL, Leistungssturmdichte, JE und JK. Das ist ziemlich neu, das ist mir ziemlich neu zumindest. Welche Bedeutung da ergibt sich also für unsere Praxis? Ich habe das die Vorlesung schon gehört und ich kann das verstehen. Okay, Sturmdichte besteht aus drei Teile. Können Sie vielleicht noch ein bisschen tief gehen? Welche Bedeutung ergibt sich für die praktische Forschung oder so? Das hat nichts mit praktischer Forschung zu tun, sondern letztendlich liegt es daran, welcher Stromdichte man das E zuweisen will. Also wir verwenden häufig dann eben sowas wie J gleich Kappa mal E. Und das alleine würde aber nicht reichen. Allein schon, wenn Sie, das ist glaube ich auch an einer Stelle als Beispiel in der Vorlesung, allein schon, wenn Sie einen normalen Stromkreis nehmen würden, mit einer Batterie meinetwegen, dann würden Sie natürlich im Stromkreis selber, haben Sie einen Strom, das geht ja zurück auf die
auf das J und und sie haben eine Spannung, das geht zurück auf das E oder umgekehrt. Und in dem Kappa steckt der elektrische Widerstand oder umgekehrt. Auf jeden Fall würden sie ja, wenn sie so etwas haben, jetzt Probleme bekommen mit Rotation E gleich 0. Wenn Sie dB nach dem Punkt gleich 0 setzen, also kein wechselndes Magnetfeld haben, dann müsste ja gelten Rotation E gleich 0. Wenn aber jetzt überall Sie einen Stromdichte haben, damit auch überall ein E haben, dann würde das offensichtlich entlang dieses Weges gar nicht funktionieren. Das wäre ein Widerspruch, das käme nicht zu 0 raus. Und dafür brauchen Sie zum Beispiel das Konzept eines eingeprägten elektrischen Feldes. Das ist die Urspannung oder die elektromotorische Kraft. Und damit zusammen hängt dann letztendlich auch eine eingeprägte Stromdichte. Das wäre also jetzt keine, die mit ihrem elektrischen Feld in dem einfachen Stromkreis, in diesem einfachen einmaschigen Stromkreis zu tun hat, sondern das wäre eine andere, die auch nicht auf elektrische Phänomene beruht, sondern letztendlich darauf, dass sie, wenn das eine Batterie ist, hier eben einen chemischen Vorgang hätten. Es könnte aber auch sein, dass sie an der Stelle, wo ich jetzt die Batterie gezeichnet habe, dass sie an der Stelle eine Antenne haben und sie eine eingeprägte Stromdichte dadurch bekommen, dass sie ein äußeres elektrisches Feld haben, was hier einwirkt auf eine Antenne. Und das sind dann eben Phänomene, die erfassen Sie nicht in diesem wieder vereinfachten Modellbild eines E, das mit dem J verbunden ist. Und um das zu erfassen, dividiert man das eben so auseinander und macht einmal die Zuordnung, okay, dieses J gleich Kappa mal E, dann meine ich eben hier letztendlich die Leiterstromdichte, lasse dann aber später häufig den Index wieder weg. Und die Konvektionsstromdichte brauchen wir hier in der Regel nicht zu betrachten. Das wäre aber beispielsweise wieder, wenn Sie ein Plasma haben, wo sich elektrische Ladungsträger auch einfach so bewegen können. Zum Beispiel, weil es in der Mitte des Plasmas, stellen Sie sich einen Blitz vor, ne, da ist es in der Mitte dann plötzlich heiß und es kommt einfach zu einer thermischen Expansion, dieser Kanal weitet sich auf und nimmt die Ladungsträger mit. Dann werden die aber einfach so mitgenommen und diese bewegten Ladungsträger entsprechen natürlich auch einer Stromdichte. Und dann spricht man von Konvektionsstromdichte. Es ist einfach nur nochmal, alles ist Strom, alles ist Stromdichte, alles hat auch letztendlich wieder irgendwas mit damit einhergehenden elektrischen und magnetischen Feldern zu tun. Aber wenn wir zum Beispiel im Leiter eben mit diesem Feld E etwas ganz Bestimmtes meinen, dann müssen wir auch sagen, mit welcher Stromdichte das eben verknüpft ist. Und dann ist das nicht automatisch mit allen Stromdichten verknüpft. Das ist einfach der Hintergrund. Kann ich an der Stelle nochmal gleich nachfragen? Ja. Und zwar kann man sich aber irgendwie vielleicht darauf zurückziehen, dass an einem Ort immer nur eine dieser Stromdichten ist? Also sage ich mal so, wenn irgendwo ein elektrisches Feld und ein Kappa ist, dann ist der Strom dort festgelegt, ja? So. Oder kann dann da noch dazu am gleichen Ort noch mehr fließen, weil eigentlich muss doch dieser Strom dann Kappa mal eh gehorchen. Also ja, ist immer die Frage, welches Kappa, welches E. Also nehmen wir tatsächlich so ein Beispiel mit so einem Blitz, ne? Also wir haben hier unten die Erde und hier oben haben wir eine schöne Wolke. Und jetzt kommt es zu einer Blitzentladung, ne? Also ich male jetzt den Blitz einfach mal wirklich ganz, ganz einfach als leitende Verbindung, ne? Ohne dass da aber ein Leiter ist. Aber wir wissen, hier fließen Ladungsträger. Und die Ladungsträger fließen, weil zum Beispiel die Wolke negativ ist und der Boden positiv ist, ne? Das heißt, es gibt hier ein elektrisches Feld und dementsprechend fließen dann auch Ladungsträger aufgrund dieses Feldes. Gleichzeitig wird aber diese Entladung in der Atmosphäre, dieser hohe Strom in der Atmosphäre eben auch dazu führen, dass dieser Kanal sich
der zunächst mal eng ist, sich tatsächlich ausweitet und Ladungsträger eben auch an eine andere Stelle versetzt werden, was jetzt nicht damit zusammenhängt, dass hier eine Potentialdifferenz zwischen Wolke und Erdboden ist. Das ist damit gemeint. Und dieser Strom oder diese Stromdichte, die jetzt mit dieser Seitwärtsbewegung zu tun einherginge, ne, den würde man beispielsweise als Konvektionsstrom bezeichnen, weil er nicht durch dieses Potentialdifferenz hier hervorgerufen ist und damit nicht durch dieses E-Feld hier hervorgerufen ist. Also irgendwie habe ich so jetzt die Befürchtung, dass in dem Moment dann das Kappa eine Matrix wird oder sowas, ja? Ist Das denn das, ist der eigentliche Strom noch, Sie haben ja selber gesagt, welches Kappa, ne? Naja. Ist denn immer noch, dann ist das Kappa vielleicht zeitlich veränderlich, na klar, in dem Moment, wo da das überkocht, ja? Aber ist Ja, denn noch. das Kappa wird sich auch verändern, ja, das ist so. In dem Fall wäre das Kappa zeitabhängig, weil dadurch, dass das nach außen geht. Aber ich weiß gar nicht, ob wir uns jetzt zu sehr an diesem hochdynamischen Punkt hier festhalten sollten. Vielleicht ist tatsächlich so etwas wie eine Batterie für, zumindest um die eingekoppelte Stromdichte zu verstehen, einfacher. Und die Konvektionsstromdichte, die ist hier in erster Linie wirklich nochmal dazu geschrieben, um einfach zum Ausdruck zu bringen. Wir werden das in der Regel auch nicht betrachten, aber um einfach einmal zu sagen, natürlich kann sich ein Ladungsträger auch einfach so bewegen. Zum Beispiel, weil er eben Bestandteil der Atmosphäre ist und an eine andere Stelle getragen wird, ohne dass es dafür ein elektrisches Feld gibt, das ihn durch eine Coulombkraft irgendwo hinbringt. Ich glaube, das ist schon einzusehen. Die Frage war ja, ist die Überlagerung wirklich an einem Ort möglich? Ne? Also hier wären wir ja jetzt, ja, in der Batterie ist JE und im Leiter ist dann J, weiß ich nicht, JL. Und ist aber wirklich irgendwo ein Ort, wo Plus ist, wo dieses Plus wirklich greift. Naja, doch, wenn Sie jetzt tatsächlich eben, bleiben wir dann doch nochmal bei der Wolke, wenn Sie jetzt einen Ladungsträger hier irgendwo betrachten und der würde natürlich aufgrund nehmen wir an, er ist negativ, dann würde er aufgrund der elektrischen Feldstärke natürlich hier nach unten beschleunigt werden. Und wenn es aber jetzt gleichzeitig eben einen thermischen Effekt gibt, der ihn nach außen treibt, dann bewegt er sich ja in beide Richtungen und dann überlagert sich das natürlich. Das kann bei einem Ladungsträger schon beides passieren. Das soll thermisch sein, dass es den danach draußen drückt. Na gut, Naja, okay. also so ein Blitzentladungskanal, wir bleiben jetzt einfach dabei, so ein Blitzentladungskanal, der wird tatsächlich heiß. Den können Sie ja, der leuchtet ja weiß. Ne? Und Sie wissen, Schwarzkörperstrahlung, weiß leuchten heißt, dass der so etwa 6000 Kelvin hat. Wenn der rein weiß leuchtet, ungefähr 6000 Kelvin. Und die Luft, die hier in diesem Bereich zusätzlich ist, die wird sich expandieren. Und zwar schlagartig. Diese schlagartige Expansion, das ist übrigens auch das, was Sie dann als Donner zu hören bekommen. Das ist die schlagartige Expansion des Entladungskanals. Also ja, das passiert gleichzeitig. Also, und die Ladungsträger, die dann dort sind, die werden tatsächlich weggeschleudert. Okay, das vektorielle resultierende J ist dann Ja. sozusagen das plus das. Genau. Und das Kappa ist noch eine Zahl. Okay. Genau. Und das eine hat was mit dem E-Feld zu tun, das andere aber nicht. Das andere passiert einfach so noch. Okay, schön. Danke. Also kann man so sagen, dass hier diese Bemerkungen, dass es auch wie früher eine Grenze unseres Models. Naja, eigentlich habe ich das hingeschrieben, um diesen Widerspruch, der sonst früher oder später aufgekommen wäre,
aufzulösen. Ne? Also wir sagen, wenn wir keine Induktion haben, sagen wir Rotation E gleich 0. Und auf der anderen Seite haben Sie aber schon im ersten Semester gesagt, naja, wenn ich hier einmal rumgehe, dann ist halt, ja, da haben Sie typischerweise noch einen Widerstand irgendwo drin, haben dann gesagt, die Summe der Spannungsabfälle ist gleich der Quellspannung. Das ist ja genau das Integral einmal rum. Und wenn ich jetzt behaupten würde, das Integral einmal rum ist 0, dann würde zu Recht irgendjemand die Hand heben und sagen, Moment, was ist denn dann mit unseren schönen Gleichstromkreisen? Wieso ist das denn da anders hingeschrieben? Und deshalb muss man einmal eben auch sagen, es gibt einen Beitrag zur Stromdichte. Der kommt eben durch das elektrische Feld und es gibt aber eben zum Beispiel in Batterien, in Antennen und so weiter auch noch diese eingeprägten Stromdichten. Das war der eigentliche Grund, warum ich das hingeschrieben habe. Und als ich es dann hingeschrieben habe und habe gesagt, okay, eingeprägte Stromdichte, habe ich gesagt, Moment, es gibt aber eigentlich ja auch noch was Drittes. Und ich hätte das dann weglassen können, das hätte vielleicht für weniger Verwirrung geführt, aber ich habe es trotzdem hingeschrieben, weil es einfach da sein kann. Und ich glaube, es ist gut, wenn man es an einer Stelle mal vermerkt. Mehr nicht. Aber wir machen nichts mit dieser Konvektionsstromdichte. Gut, verstehe. Danke, das war's von meiner Seite. Gut. Weitere Fragen? Ja, hallo, ich habe eine kurze Frage zu Block 11. Da hatten wir die Eindringtiefe als mathematisches ja, Konstrukt eingeführt. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie man das jetzt praxisrelevant nutzen kann, weil die Eindringtiefe ist ja schon auch interessant, wenn es um Schirmung etc. geht. Und dann habe ich mich einfach nur gefragt, ist die Eindringtiefe jetzt wirklich mehr ein mathematisches Konstrukt, was wir nutzen, dass wir sagen können, ja, nach einer Eindringtiefe ist das E-Feld dann auf E hoch minus 1 abgefallen, oder kann man das wirklich auch beim Namen nutzen, dass man quasi sagt, Eindringtiefe, ja, das ist so tief, dringt das ein, oder wie ist das zu verstehen? Also die Eindringtiefe taucht ja zunächst mal auf, wenn Sie die Diffusionsgleichung lösen. Ne? Dann haben Sie, wie Sie es auch vollkommen richtig festgestellt haben, bekommen Sie hier eine charakteristische Länge, die wir Eindringtiefe nennen. Was wir ja feststellen, ist, dass, Moment, ziehen wir es mal groß, dass wenn wir jetzt eine Lösung von der Diffusionsgleichung haben, dass das eben typischerweise hier in solchen Faktoren drin steht. Bleiben wir mal hier beim zweiten E hoch minus x mal Delta. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung hier jetzt x geht, ob jetzt Material rein oder nicht. Je nachdem muss man sich entweder den Term oder den Term anschauen. Und das ist jedenfalls dieser exponentielle Abfall, den Sie haben, ins Material hinein. Und ja, es ist zunächst mal eine mathematische Größe, also eine charakteristische Länge, die Ihnen angibt, wie schnell die Amplitude oder die einhüllende hier abfällt. Es ist nicht so, dass dann, ja, Eindringtiefe wäre hier ungefähr. Ah, so hier ungefähr, ne? Da wäre ungefähr die Eindringtiefe. Es ist nicht so, dass nach einmal der Eindringtiefe gar nichts mehr da wäre. Es ist auch nicht so, dass nach zweimal der Eindringtiefe gar nichts mehr da wäre. Es ist auch nicht so, dass nach 100 Mal der Eindringtiefe gar nichts mehr da wäre, sondern es ist mathematisch gesehen auch nach 100 Mal, 1000 Mal der Eindringtiefe immer noch was da. Aber es fällt eben exponentiell ab. Das andere, was Sie sehen, ich weiß nicht, ob damit das aber jetzt schon Ihre Frage ist. Ist ungefähr die Zeitkonstante beim PT1-Glied, sage ich jetzt bloß mal an den Naja, Frager. ist natürlich jetzt keine Zeitkonstante, sondern es Ja, ist eine aber Länge. am Graphen das Gleiche. Genau, wir hatten es ja hier auch noch mal uns grafisch angeschaut, wo Sie hier diese rote Kurve und die blaue Kurve im Video bewegen, die sich dann. Das heißt, die schwingen tatsächlich hin und her, folgen der Anregung, die hier außen ist.
Und die Einhüllende, das war ja das dann, was eben gemäß der Eindringtiefe geht und eben nach einmal der Eindringtiefe hier auf 34% oder irgendwie sowas abgefallen war und nach zweimal der Eindringtiefe dann auf 14% abgefallen war. Aber hier sehen Sie, das wird eben nie wirklich null sein. Das heißt, mathematisch gesehen dringt das Feld beliebig weit ein, aber Sie werden es ab zweimal, dreimal, viermal, fünfmal der Eindringtiefe dann irgendwann nicht mehr nachweisen können. Es wird beliebig klein. Es fällt sehr schnell letztendlich unter jede beliebige Grenze hinunter. Was wir später nochmal gemacht haben, hier in quasi stationäre Felder 3, dass wir uns auch Schichten der Dicke ein Delta angeschaut haben. Und wenn Sie dann mit diesem Ersatzstrom rechnen, das ist ja, ja etwas, was tatsächlich häufig gemacht wird, wenn man nicht mit der Stromdichte, mit dem Stromdichteverlauf ins Material reinarbeiten will, dann kann man tatsächlich sagen, dass der Gesamtwiderstand der Anordnung so wäre, als wäre das Ganze auf eine Schicht der Dicke Delta reduziert, wenn wir hier eine homogene Stromdichte annehmen würden. Also das rechnet man aber einfach so aus, das kommt jetzt einfach so raus. Das ist ja nicht wirklich so, dass wir da eine homogene Stromdichte hätten. Aber das hilft vielleicht nochmal in der Vorstellung. Also der Widerstand einer solchen Anordnung, die in Wirklichkeit länger ist und wo ich eben so einen exponentiellen Abfall des Stromdichte habe, der ist der gleiche, als hätte ich eine homogene Stromdichte tatsächlich nur in einer Schichtdecke von 1 Delta. Ich weiß nicht, macht das ein bisschen klarer? Ich fürchte, Okay, ja, alles klar. Vielen ja. Dank. Ich habe jetzt nur noch gerade drüber nachgedacht, über die Bemerkung mit dem PT1-Lied. Ich war nämlich die ganze Zeit der Meinung, dass das beim PT1-Lied auf 66% hochspringt. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es sind tatsächlich 63. Das heißt, es ist ja wirklich genau entgegengesetzt zu unserer Eindringtiefe hier. Ja, das ist, weil sozusagen da ist ja ein Sprung. Sozusagen, es geht um die Sprungantwort. Und hier, Genau, und hier ist es ja der Abfall, also nach ja, unten. es ist ein, Das ist ja, die genau, Grenze. es ist nur noch der Abfall. Ne? Also das eine ist 1 minus e hoch minus. Genau, das andere Ne? ist einfach E hoch Und hier minus. ist es jetzt nur e hoch minus. Also Okay, und sozusagen die das Zeit, heißt. wann es auf e hoch minus 1 abgefallen ist, ist das. Ne? Oder hier ist es die Länge, wo es auf e hoch minus 1 abgefallen ist. Okay, und das heißt jetzt, wenn man quasi in die Richtung Schirmung geht, irgendwie zu versuchen, dann Schirmungsmaterial auszulegen, dann ist ja wirklich die Eindringtiefe die essentielle Kenngröße des Materials, die wir da brauchen, richtig? Zumindest bei der Schirmung gegen magnetische Felder bei geringen Frequenzen. Also es gibt im elektrischen Fall ja auch einfach den Faradayschen Käfig, der auch, wenn er ausreichend gut leitfähig ist, auch sehr dünn sein darf. Aber tatsächlich ist es so, wenn Sie gegen Magnetfelder schirmen wollen, dann brauchen Sie Schirme, die eine entsprechende Dicke haben. Und dann ist es in der Tat so, dass die Eindringtiefe ein sehr charakteristisches Maß ist. Bei sehr hohen Frequenzen ist es dann wiederum anders. Also es gibt Schirmung ist ein außerordentlich komplexes Gebiet. Da machen wir dann in der elektromagnetischen Verträglichkeit auch ausführlich was zu. Aber richtig ist, wenn wir jetzt über quasi-stationäre Vorgänge sprechen und uns Schirmung gegen dann eben niederfrequente Magnetfelder anschauen, dann ist tatsächlich die Dicke des Materials entscheidend. Sie können sich Okay, natürlich auch alles. so vorstellen, dass wenn das Ihr Material nicht dick genug ist und Sie haben einen Diffusionsvorgang, also haben hier vorne, das sei der Außenraum, das sei der Innenraum und das hier sei der Schirm. Wenn das zu dünn ist und Sie haben dann eben einen, wenn das H ist, einen Durchgriff durch das Material, weil einfach die
Na, ist nicht schön gezeichnet. Weil einfach zum Beispiel Delta erst hier liegt, dann sehen Sie ja, dass Sie auf jeden Fall auf der anderen Seite des Schirms etwas bekommen. Natürlich Ja. müssen Sie das dann auch nochmal sauber berechnen, wie groß das da ist, aber klar ist, wenn an der Rückseite des Schirms das noch nicht auf einen sehr kleinen Wert abgefallen ist, dann wird natürlich das hier wiederum Quelle sein für den Innenraum. Ja, genau. Okay, und das war nämlich auch ein ganz spannender Punkt, den Sie eben angesprochen hatten mit dem Faradayschen Käfig. Das hatte ich mir auch überlegt. Da brauche ich ja entsprechend quasi keine Dicke jetzt in dem Sinne auszulegen. Aber die Eindringtiefe ist ja trotzdem auch ein mathematisches Konstrukt, was in dem E-Feld auch auftritt, so wie Sie das auch auf der Folie unten gezeigt haben. Wie verträgt sich das dann miteinander bei dem Käfig und der Eindringtiefe? Wenn Sie ein Faradaysche Käfig ist ja ein zunächst mal als idealleitend angenommener, vollkommen geschlossenes Volumen. In einer idealleitenden, nehmen wir einfach halber mal eine Kugel, ne, in einer idealleitenden Kugel, egal wie dünn sie ist, wenn die idealleitend ist, dann haben Sie eben innen drin überhaupt kein Feld, egal wie groß die Feldstärke außen ist. Das geht aber nur, wenn es ideal leitend ist oder eben sehr, sehr gut leitend. Achso, das dann nur auf Basis der Ladungstrennung quasi auf Und der Kugel. das funktioniert, weil sie eben elektrische Ladungen haben und es funktioniert nicht, weil sie keine magnetischen Ladungen haben. Wenn sie das, da ist eben, wir haben viele Analogien zwischen elektrischen und magnetischen Feldern, aber um einen Faradayschen Schirm für Magnetfelder zu bauen, nach dem gleichen Konstrukt wie eben für elektrische Felder, da müssten wir dann magnetische Ladungen haben, die wir beliebig leicht verschieben können, so wie wir elektrische Ladungen beliebig leicht verschieben können auf der idealleitenden Kugel. Dann ginge das auch. Haben wir aber nicht, deshalb ist magnetische Schirmung wesentlich schwieriger. Okay, alles klar, vielen Dank. Gut. Weitere Fragen? Dann wäre mein Vorschlag, dass ich Ihnen hier auch gerade noch mal zeige. Was ich hier verändert habe, das ist im Wesentlichen hier eben in quasi stationäre Felder 3, Felddivision im Halbraum, Folie 4. Da gibt es jetzt eine neue Version und in der alten Version stand was, ich sage jetzt mal wieder ganz Schlimmes. Da stand das nämlich so. In der Form, ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können, ich ziehe es mal groß. So, das ist die alte Version und das ist natürlich vollkommen falsch. Ja, das sehen Sie schon daran, dass ja dann hier angeblich etwas Komplexes rauskommt. Wenn es so richtig wäre, dann müsste aber natürlich etwas Reelles rauskommen. Also, das ist falsch hingeschrieben und richtig ist das eben, dass man hier wirklich nur die komplexen Amplituden nimmt. Und dann stimmt es wieder. Das nur nochmal als Hinweis, dass Sie da gegebenenfalls diese Seite auch austauschen. Gut. Mir fehlt gerade ein Stück Faden, weil ich die Vorlesung noch nicht gesehen habe. Was soll das bei x gleich 0? Also, das ist nicht das t gleich 0, was wir mal gesehen haben, ne? Nee, x gleich 0, hier ist einfach eine Oberfläche und dann zählt x, glaube ich, in die Tiefe des Materials rein und x gleich 0 ist der auch der Oberfläche. Und wenn ich die Oberflächenimpedanz habe, dann bezieht die sich eben auf die Oberfläche und deshalb nehme ich da auch das Verhältnis von Ja. E und H Feld am auch der Oberfläche, deswegen x gleich 0. Also E und H sind aber schon die Phasuren Ja, sozusagen. ja. Ja. Also Amplitude und Winkel.
Genau, deshalb sind die unterstrichen als komplexe Größen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, bisher stand da Betrag des Vektors und das ist eben natürlich was anderes. Ja, und insbesondere kommt es dann, käme es dann nicht komplex raus, womit man den Fehler eigentlich schnell findet. Gut. Ja, das, wie gesagt, das war deshalb heute nochmal eine neue Version hochgeladen. Gut, Fragen Ihrerseits sehe ich jetzt gerade nicht. Dann können Sie ja doch mal überlegen und in der Zeit schauen wir vielleicht einmal auf das neue Übungsblatt, wenn es recht ist. Auch das ist heute hochgeladen worden. Wir haben drei Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen, aber auch unterschiedlicher didaktischer Zielsetzung. Wenn wir mal bei der ersten anfangen und uns die Geometrie anschauen, dann haben wir eben ein in zwei Richtungen, nämlich in diese Richtung und dann eben auch in Z-Richtung, unendlich ausgedehntes Material, was ich jetzt hier mal schraffiere, das jetzt eben von außen sozusagen angeregt wird durch eine elektrische Feldstärke, die auch hier am Rand als Randwert vorgegeben ist. Ne? Also hier hätten wir sozusagen eine Anregung in Y-Richtung. Und wenn Sie das mit der Vorlesung vergleichen, dann werden Sie verblüffende Übereinstimmungen feststellen. Das ist nämlich im Wesentlichen die Geometrie, die wir auch in der Vorlesung betrachtet haben. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied. In der Vorlesung war dieses Gebiet hier dann wirklich auch unendlich ausgedehnt. Also dieser graue Bereich hier, der hat sich hier dann eben fortgesetzt bis ins Unendliche. Und das ist hier nicht so, sondern hier ist dann unterhalb von z von x gleich 0 ein anderer Bereich, der charakterisiert ist durch μ gegen unendlich. Und das hat natürlich Auswirkungen für die Randbedingung an dieser Fläche. Ne? Also wenn Sie das lösen wollen, dann müssen Sie natürlich nicht mehr die Randbedingung jetzt eben im Unendlichen betrachten, sondern die Randbedingung an dieser Fläche. Und das ist das, was im Wesentlichen hier auch zu tun ist, dass man sich wirklich nochmal überlegt, was weiß ich denn über die Randbedingung hier am Übergang zwischen einem normalen Material, Epsilon Mu Kappa, und einem solchen, ja, ich nenne es mal idealen magnetischen Leiter, μ gegen unendlich. Was weiß ich über die Randbedingungen? Wie schreibe ich das hin und wie kann ich das dann bei der Lösung der Aufgabe ausnutzen? Und zu berechnen ist eben die Stromdichte im Material. Also letztendlich relativ analog zu dem, was in der Vorlesung gemacht worden ist, mit dem Transfer, der zu leisten ist, andere Randbedingungen. Die Aufgabe 11.2, da haben wir auch wieder eine solche Begrenzung mit μ gegen unendlich, jetzt diesmal an beiden Seiten. Und dazwischen liegt ein Block, ein Stück Metall können Sie sich vorstellen. Und rechts und links davon ist Luft oder Vakuum, also μ0, Epsilon 0. Und in Z-Richtung ist das Ganze als unendlich ausgedehnt zu betrachten. Die anderen Dimensionen stehen entsprechend dran. Des Weiteren ist gegeben, dass hier ein Strom in EZ-Richtung fließt, also J wäre hier auch in EZ-Richtung zu denken. Und ausgerechnet werden soll das Magnetfeld im Leiter mit einer Annahme. Das heißt, wir geben hier schon vor,
dass das H-Feld in Y-Richtung gerichtet sein soll und dass die Amplitude tatsächlich nur von X und nicht etwa von Y abhängen soll. Also Y wäre ja diese Richtung. Also das H-Feld ist vorgegeben, dass es eben in der Richtung steht. Und eine Abhängigkeit nur in X-Richtung und nicht in Y-Richtung hat. Das ist vorgegeben. Ich sage Ihnen auch, dass wir ursprünglich das nicht vorgeben wollten, sondern ursprünglich hatten wir eine Variante der Aufgabe, wo Sie das herleiten sollten, dass das so ist. Es hat sich aber herausgestellt, dass das zu aufwendig unter Umständen werden kann. Deshalb haben wir es jetzt reduziert und geben das vor. Sie können sich aber natürlich selber, wenn Sie Lust haben, mal Gedanken machen, warum das denn eine sinnvolle Vorgabe ist. Ansonsten ist das ein Ansatz und ja, es gilt wie immer, wenn Sie mit diesem Ansatz dann eben eine Lösung herausbekommen, die alle Randbedingungen erfüllt, dann ist im Nachhinein natürlich auch der Ansatz gerechtfertigt, weil Sie wissen, dass solche Randwertprobleme, wie wir sie hier haben, eine eindeutige Lösung haben. Gut. Wir nehmen das auch als Vorbereitung, wenn wir später nochmal etwas zur Spiegelung von Strömen sagen wollen. Sie wissen ja sicherlich, dass dann die Woche nach der Weihnachtsschließzeit dann schon unser 12. Block ist. Und der 12. Block ist der letzte Block, wo wir inhaltlichen Input haben. Und danach haben wir aber auch noch Zeit, weiter Übungen zu rechnen und den Stoff zu vertiefen. Und bei der Gelegenheit werden wir sicherlich auch mal was über die Spiegelung von Strömen machen. Und dafür ist das hier eine schöne Vorbereitungsaufgabe, weil wir die dann schon mal in einer Art und Weise gerechnet haben und damit dann auch intuitiver auf die Spiegelung von Strömen übergehen können. Gut, und die dritte Aufgabe, das ist eine relativ klassische Aufgabe, bei der jetzt aber kein Strom vorgegeben ist oder keine Stromdichte vorgegeben ist, sondern sie sollen letztendlich dann die Stromdichte im Strang sogar berechnen. Und ja, wenn Sie sich das überlegen anhand der Geometrie, ist das letztendlich eine Wirbelstromaufgabe, eine Aufgabe, die man vielleicht klassischerweise auch erst im Blick im Block Induktion machen würde, dass es sich aber wunderbar mit Diffusionsgleichung rechnen lässt, passt sie eben auch in diesen Block hinein und kann dann gleichzeitig auch als Vorbereitung für Induktion gesehen werden. Hier müssen Sie sich vielleicht erstmal so ein bisschen physikalisch überlegen, was das bedeutet, dass Sie hier eben ein anregendes oder ein äußeres Magnetfeld haben. Was bedeutet das für Ströme, die Sie eventuell bekommen? Stichwort Wirbelströme. Wie sehen die aus? Und wenn Sie eine ungefähre Vorstellung davon haben, dann können Sie das auch dann eben mit Diffusionsgleichung aufstellen und Diffusionsgleichung lösen. Hier sind Randeffekte zu vernachlässigen, was in der Aufgabe steht. Das heißt letztendlich, Sie betrachten hier sowohl L als auch H als wesentlich größer als B und Randeffekte vernachlässigen heißt wie immer, dass Sie ja, im Prinzip so tun würden, als wäre das eben auch beliebig ausgedehnt in diese Richtung oder in diese Richtung, weil ja, wenn Sie hier
Wirbelströme bekommen, dann würden die sich normalerweise ja auch wieder schließen. Und gerade dieses Schließen betrachten wir hier aber nicht. Das heißt, Randeffekte vernachlässigen. Das heißt, es ist so ausgedehnt, dass sie dann letztendlich nur in einem mittleren Teil das Ganze zu berechnen haben oder eben so tun, als wäre es sehr, sehr lang. Gut, ansonsten aber auch eine klassische Diffusionsaufgabe, nur eben mal anders, eben hier kein, nicht mal nicht der Strom vorgegeben, sondern das äußere Magnetfeld vorgegeben. Ja, Fragen zu den Aufgabenstellungen? Sowas für zwischen die Tage, kann man zwischen den Tagen mal rechnen. Sollte eigentlich auch nicht extrem schwierig sein. Wenn Sie sich an das Lösungsschema für die Diffusionsgleichungsaufgaben halten, dann kommen Sie ja auch zum Ziel. Also, Eine Frage. ja. Also, wie kann man sich das praktisch vorstellen? Wie realisiert man eine Randbedingung vom Magnetfeld? Bei welcher Aufgabe meinen Sie jetzt? Na, jetzt hier die letzte. Bei der. Ja. Naja, hier ist die Randbedingung ja letztendlich vorgegeben in der Form, dass hier oben steht, der Randwert hat eben irgendeinen Wert am Rand. Also Sie würden das Ganze sozusagen beziehen auf die Magnetfeldstärke, die Sie an dem Rand oder auch an dem Rand haben. Das ist als Randwert vorgegeben. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich habe mich gerade gefragt, wie sowas praktisch realisiert wird. Wie mache ich sozusagen da ein H-Feld? Ja, indem Sie das Ganze zum Wenn Beispiel vorgegeben. in eine große Spule packen. Okay. Also wenn Sie ein Feld in der Richtung haben wollen, dann packen Sie das Ganze beispielsweise in eine Spule der Form. Ist irgendwie so, dass so ein Reflex ist, ein bisschen ins Unreine gesprochen, aber ich sag mal so, wenn ich eine Spannungsquelle anschließe, dann habe ich trotzdem nicht einen vorgegebenen Strom an irgendeiner Stelle. So, eigentlich muss man alles, was man zusammenschließt, im Zusammenhang rechnen. Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Nicht wirklich. Also Okay. Sie haben hier tatsächlich das H-Feld vorgegeben. Und dieses H-Feld, das wird natürlich dann in die Anordnung diffundieren. Und mit dem H-Feld ist aber auch eine Stromdichte verknüpft. Das ist ja genau das, was man sich auch hier nochmal überlegen soll. Okay, vielleicht, wenn ich die Aufgabe Wenn man sich das bedacht habe, kann hinschreibt, ich besser ja, fragen. Okay. also das ist tatsächlich ein Transferschritt, deshalb machen wir es ja, dass hier an der Stelle jetzt mal nicht, wie sonst häufig, Stromdichte vorgegeben ist und dann sind Magnetfelder auszurechnen, sondern hier ist die Magnetfeld vorgegebene Stromdichte soll ausgerechnet werden. Aber physikalisch ist eigentlich nur relevant, dass diese beiden Größen miteinander verkoppelt sind. Also sie kriegen das eine nicht ohne das andere. Ob dann das eine vorgegeben ist und sie rechnen das andere aus oder umgekehrt, ist letztendlich egal. Aber tatsächlich, wenn man das das erste Mal macht, wirkt es ungewohnt. Okay. Ich versuche das später besser fragen zu können. Das für die Aufgabe hier ist schon klar. Okay. Also es ist auch nicht so, dass man jetzt einfach sagen könnte, naja, die Ströme sind die Ursache für die Magnetfelder. Sie können das auch umgekehrt sehen. Sie können auch sagen, die Magnetfelder sind die Ursache für Ströme. Das eine geht Naja, eben, ne? klar. Also Ja. das ist wie ein Widerstand, ne? Also eben dann eben magnetischer Widerstand. So, ne? Und der ist durch die Anordnung gegeben und fix. Und wenn ich den jetzt sozusagen mit einer anderen
magnetischen Anordnungen zusammenschalte, dann einigen sich sozusagen die magnetischen Widerstände auf dem magnetischen Gesamtfluss. Ja, ja, und man kann es eigentlich nicht unabhängig voneinander vorgeben. Genau, aber wir machen hier eine Feldtheorie und deshalb rechnen wir mit der Diffusionsgleichung und nicht mit merkwürdigen Konstrukten wie magnetischen Widerständen. Ne? Aber ja. Das ist das Ende von ET2. Ja, ja, genau, genau. Aber wir machen es als feldtheoretische Beschreibung hier und dann ist der Weg eben der über die Diffusionsgleichung. Also die Bilder dieses Block 11, beziehungsweise die Übungsaufgaben, die sie scheinen mir ein bisschen wie die Bilder aus dieser Vorlesung Hoch- und Höchstfrequenztechnik so ähnlich. Gibt es vielleicht Zusammenhänge? Also ich, es gibt bestimmte Anordnungen, die man natürlich immer wieder gut rechnen kann. Und deshalb ähneln sich dann vielleicht die Bilder. Und natürlich gibt es Zusammenhänge zwischen der Hochfrequenztechnik und der theoretischen Elektrotechnik. Das liegt daran, dass die theoretische Elektrotechnik mit ihren Maxwell-Gleichungen letztendlich das Fundament aller Beschreibungen sind, in denen dann Felder oder Ströme oder Spannungen vorkommen. Also diese Zusammenhänge sind natürlich da, weil das die fundamentale Theorie dazu ist. Aber ich weiß jetzt nicht, was Sie konkret meinen. Ist eigentlich nur eine allgemeine Frage, ist schon beantwortet. Okay, danke. Gut. Gut. Weitere Fragen allgemein oder hier zu dem Übungsblatt? Sehe ich jetzt nicht. Das liegt sicherlich auch daran, dass die letzte Übung nicht so wahnsinnig kompliziert war. Aber muss ja auch nicht. Wir können an der Stelle ja auch dann so langsam in die Weihnachtszeit übergehen. Da wäre ich dann dabei, nochmal dran zu erinnern, dass nach der Weihnachtsschließzeit die erste Übung am Freitag, den, was ist das dann für ein Datum? Hintererste. Ja, genau. Dann auch rein digital stattfindet. Da ist ja der Link auch schon verteilt worden. Im Zweifelsfall, wenn Sie die Mail nicht finden, dann finden Sie das unter Mitteilungen im Opal-Kurs. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir in der zweiten Woche nach der Schließzeit dann auch wieder im gewohnten Format zusammenkommen können. Ich traue mir aber nicht wirklich zu, da jetzt eine definitive Vorhersage zu machen. Wir wissen alle, dass es wahrscheinlich wieder eine heftige Welle gibt mit Omikron und kann also passieren, dass wir nicht wieder zurück in Präsenz kommen in diesem Semester. Das müssen wir einfach abwarten. Ich werde auf jeden Fall Sie natürlich über die Mitteilungen und damit auch über die Mail informieren, sobald ich irgendwelche Informationen habe. Ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass die Lehrveranstaltungsevaluation noch läuft. Ich werde, wenn ich das Video hier, die Aufzeichnung hochlade, dann auch in der Videobeschreibung den Link nochmal hinterlegen, so wie das in den letzten zwei Aufzeichnungen, in den Aufzeichnungen der letzten beiden Plenarsitzungen auch schon gewesen ist, dass Sie das finden. Und bitte Sie herzlich, sich auch an der Evaluation zu beteiligen. Ja, und ansonsten bleibt mir meinerseits eigentlich nur Ihnen ein paar ruhige Weihnachtstage zu wünschen. Erholen Sie sich gut, machen Sie nicht zu viel, machen Sie aber theoretische Elektrotechnik. Ja, dann sehen wir uns
hoffentlich alle wieder in bester Gesundheit im neuen Jahr. Also, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja, ebenfalls. Danke, das gleiche. Gut, also, tschüss.